Hinter Schülerzeitung steckt viel Arbeit, Engagement und vor allem auch Zeit. Das alles zahlte sich aus, denn die besten Schülerzeitungen des Landes wurden am 19. April prämiert. Der landesweite Schülerzeitungswettbewerb fand in diesem Jahr zum 13. Mal statt und konnte mit 29 eingereichten Schülerzeitungen von Grund- und Förderschulen, regionalen Schulen sowie Gymnasien rege Teilnahme verzeichnen. Organisiert wurde der Wettbewerb vom Jugendmedienverband Mecklenburg-Vorpommern, dem Kultusministerium und dem Landesjugendring MV. Eine Jury aus Journalisten, Experten, Grundschulredaktionen und Mitgliedern des Jugendmedienverbandes beurteilte die Schülerzeitungen nach verschiedenen Kriterien. Ich bin total begeistert von diesem Wettbewerb und es ist natürlich auch sehr wichtig, weil das ein großer Motivationsschub ist. Die Schülerinnen und Schüler machen das ja zusätzlich zu ihrem Unterricht, manchmal in der 6., 7., 8. Stunde. Und da ist es natürlich toll, wenn solche Arbeit auch honoriert wird. Vor der Preisverleihung hatten die jungen Nachwuchsjournalisten die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen und zu erfahren, wie die Arbeit in den Redaktionen der anderen Schulen abläuft. Der Jugendmedienverband bot gemeinsam mit Journalisten Workshops zu den Themen Redaktionsorganisation, Fotografie, Layout, Social Media, Visualisierung und Recherche an. Die Schülerzeitungen für den Wettbewerb im nächsten Jahr können noch bis zum Dezember 2018 eingereicht werden.